das Wandel da hinten, das hat mir jetzt nicht so getaugt. Aber vielleicht ist ja unten das, was wir da gesagt haben. Ja. Das ist das Beste, weil wenn man das, wenn das von der Felsqualität halbwegs gut war. Die schauen relativ alt aus. Zwischendrin ist auch ein bisschen Lobsmaterial. Boah, ich sehe, wenn wir alles haben müssen, aber zustig, super. Zustig ist alles. Ich bin der Schweiger Markus und ich bin beim Alpenverein in der Bergsportabteilung angestellt für den Bereich Sportklettern. Leider sind es die großen Ausnahmen, dass wir wirklich in die Klettergärten fahren und dann Routen probieren. Der Großteil unserer Arbeit ist natürlich im Büro. Mein Spezialgebiet ist jetzt das Sportklettern. Ich bin eigentlich nur für den Bereich zuständig und da halt von Klettergärten, also wenn Leute eben Klettergärten bauen, beraten wir sie oder wenn es um Sanierungen geht oder die Beschilderung und so weiter. Meistens waren das gewachsene Klettergärten, wo es keinen Betreuer gegeben hat. Und jetzt, weil es halt ein Breitensport geworden ist und immer mehr Leute klettern anfangen, ist ja der Zuspruch zu den Klettergärten immer größer und gehen immer mehr Leute klettern. Und da muss man mit den Grundbesitzer Vereinbarungen treffen und dann braucht es jemanden, der das übernimmt. Und das übernimmt oft der Alpenverein. Also ich glaube, es sind sicher um die 100 Klettergärten, wenn nicht sogar mehr in Österreich, wo der Alpenverein Halter ist. Ja, die Tour war also wirklich ein Wahnsinn. Ausdauernd, anhaltend, ein super Pfeiler, ein super Panorama im Hintergrund. Dann haben wir da gemütlich noch unser Bier zum Ausklang getrunken. Also ich glaube, es gibt selten einen Klettergarten, der so lässig gelegen ist und dann noch die Hütte dazu hat. War einmal ein lässiger Arbeitsauftrag, den wir da gehabt haben. Hat nicht besser sein können.